Willkommen zurück zu Deus Ex. Und wie versprochen möchte ich einen Blick in das Apartment von Jock werfen. Zur Erinnerung, das ist hier in der Tonachi Road. Also zumindest denke ich das, dass es hier ist. Und hier müsste letztendlich gleich eine verschlossene Tür sein. Mit unendlicher Stärke und unendlicher Schlossstärke. Nämlich die da. Genau. Und das sollte Jocks Apartment sein. Hier ist ein Schlüssel für Jocks Apartment. Okay. Ein Schlafzimmer. Was hat er denn so im Kühlschrank? Wein, Sojanahrung, Soda. Könnte ich mitnehmen, um mich unterwegs zu heilen, aber... Irgendwie heilt es ja nicht wirklich viel. Das sehe ich gerade nicht wirklich ein. Ist das nicht die... Ne, ist nicht mehr Ciao. Oh, was ist das? Zugangskonto. Hier gar nichts alles. Flyboy 5x5. Oh, noch ein bisschen Schrot. Was heißt Flyboy 5x5? Haha, von Paul. Die Zeit ist knapp. Er sollte auf dem Weg nach Hongkong sein. Tong weiß, was zu tun ist. Hilf ihm. Mein Bruder könnte auch helfen, aber ich bin nicht sicher. Aber ich musste ihn... Ich habe sie in den Tod geschickt, nur damit wir das große Spiel gewinnen. Eliminieren Sie Maggie, wenn Tong es befiehlt. Tracer Tong? Miss Chow weiter überwachen? Und Paul braucht sie. Ich kehre jetzt nach New York zurück. Wann war das? Da steht leider kein Datum. Ja, interessant. War ich schon im... Achso, ich bin gerade im Schlafzimmer, richtig. Ein Dietrich. Das hier ist mein Dietrich. Aha. Ah, da oben ist Maggie Chow's Apartment. Oder Wohnung. Voll gut. Ist das ein Schalter? Zufällig? Nee, wo war die Lampe gerade? Ach, das ist ein Käfig. Nee, was ist das? Das ist doch kein Käfig. Warum sollte da ein Käfig sein? Sieht aus wie ein Käfig. Was ist ein Käfig? Warum hängt da ein Käfig an der Decke? Ein Medikit! Cool! Das würde ich tatsächlich gerne mitnehmen. Dann hat es sich gelohnt, hier vorbeizukommen. Das heißt, ich werde jetzt nochmal zurückgehen, mich nochmal aufladen, auf mich nochmal... Ja, doch, aufladen bei dem Bot und dann mit Jock tatsächlich nochmal nach New York fliegen. Und wenn es dann weitergeht, dann habe ich ein Medikit in der Tasche. Und da ich mich sowieso aufladen werde gleich, kann ich auch die Tempoerhöhung benutzen und mit dem Energiezirkulator Energie sparen. Not advisable for tourists to visit the canals tonight. Nein! Ach, Jesse. Warum kannst du nicht nach vorne wegspringen? Warum kannst du nur nach oben springen? Man muss nämlich Anlauf nehmen, um nach vorne zu springen. Er kann sich nicht nach vorne abstoßen. Noch nicht mal an der Kante. Please, look around. Komm ich da jetzt vorbei? Ja, da komme ich vorbei. Boah, ist das. Wow, man kann sogar hier hoch mit Level 4. Ist das gut? Hä? Ist da oben noch was? Bestimmt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Sind zufällig die Lampen hier Schalter? Nein, bei Maggie Chow war das ja so. Hurry, we are free. Und wie man sieht, habe ich hier auch nicht hinter dir zugemacht.
Nein! So geht's. Hä? Was war das denn? Wo hab ich denn da jetzt Schaden hergekriegt? Bin ich zufällig die Treppe runtergerannt oder was? Nee, das klang nur so. Okay, keine Ahnung, was das war. Ist ja lustig. Nein! Das ist die falsche Ecke. Da will ich hin. Was? Ach so, das klingt nur so schnell und hektisch, das ist nicht hektisch. So, boah, nur 78%. Ach, was soll's. Dann schneide ich das eben raus. Oh, ein Atemgerät. Hey, das will ich mitnehmen. Wie gesagt, ich schneide das jetzt raus. Bis gleich. Und da sind wir wieder. In New York, in Hell's Kitchen, zum, keine Ahnung, wievielten Mal. Ich überschreibe mal den letzten Spielstand, weil diesmal haben wir hier ein bisschen mehr Schuss und das da und das da. So, was ist jetzt das Ziel? Ja, keine, ne? Was? We think Philbin is in the area. Tom will tell you more. Okay. Ach ja, richtig, ich suche den Illuminaten, den Film. No time to waste. You need to get to the Underworld Tavern. Underworld Bar. Harley Philbin. He is one of Down's aides, and he will set up the meeting. Follow his instructions. Erstmal in Paul's altes Apartment rein. Wie schön, dass das Fenster einfach immer noch offen steht. Und es ist ja mittlerweile so lange her, dass Paul hier drin war, dass hier eigentlich in der Zwischenzeit jemand anderes hier drin gewesen sein müsste. Es sei denn natürlich, Paul hat es dauerhaft gemietet. Ist das Sojanahrung? Da, ein Medikit. Sehr cool. Und auch das funktioniert noch. Und auch das funktioniert noch. Biozelle, sehr cool. Pistolenmunition. Aber sonst gibt es hier wohl nichts mehr. Ich hack mich mal noch eben rein. Ob es nicht vielleicht doch noch irgendwas da drin gibt, was Neues? Vielleicht die Antwort von Jock an Paul auf die E-Mail? Nö, doch nicht. Schade. Gut, dann eben wieder zumachen. Spuren verwischen. Und auf den Weg nach draußen. Gucken, ob es nicht hier auch noch was Neues gibt. Nö. Alles klar. Da unten liegt was. Das ist Munition für das Sturmgewehr und eine Gasgranate. Brauche ich beides nicht. Wow! Was bist du denn für einer? Was machen die denn hier? Was machen die denn hier? So war es, ne? Genau. Ist da noch einer von denen? Ja. Guck mal, draußen auf der Straße sind wahrscheinlich noch mehr von den Typen. Hey, da geht wieder. Praktisch. Mal gucken, wie viel ich diesmal tue. Oh, 87 Credits. Doch so viel. Okay. Das sind Aufruhrtruppen der FEMA. Weil New York im Ausnahmezustand ist. Ja, Walton Simons steht da dahinter. Und Tracy Denton wird dringend gesucht. Und auch die U-Bahn ist geschlossen. Mist. Das heißt, Battery Park ist erstmal auch nicht mehr drin. Ja, dass hier nicht so viele Gegner sind. Ich schleich mal so ein bisschen. Ach, Blödsinn, ich schleiche auch hier nicht. Ich bin noch nicht Zwergesel. Zwergesel schleicht.
Dumm, dumm. Ah, Sturmgewehrmunition. Er braucht es schon. Kann man da eigentlich nochmal rein? Wow, das ist, das wurde ein bisschen umgestaltet. Das Gebäude ist irgendwie weg. Ausgebrannt oder so, ne? Wo kommt der denn jetzt her? Kam der von dahinter noch? Von da irgendwo? Weiß nicht. Oder habe ich den immer gesehen? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Ich bin ja eine Pistolenscharfschütze. Ha! Mir macht so schnell keiner was vor. Da steht was! Da steht was! Was ist das? Nyeh. Für den Schocker. Das ist die Waffe, die ich, glaube ich, so selten benutze, dass ich sie noch nicht mehr dabei habe, oder? Ja, genau. Ich habe den Schocker nicht mehr dabei. Und dementsprechend natürlich auch die Munition voll, weil ich einfach die Munition nie verbraucht habe. Ja, aber Waffen sind irgendwie einfach die besseren Argumente. Na, ja, vielleicht nicht die besseren. Eigentlich sind es ziemlich schlechte Argumente, Waffen. Gewalt ist ein ziemlich schlechtes Argument. Aber es funktioniert in diesem Spiel einfach. Zumindest bei den feindlichen Einheiten. The clinic is closing. Sieht es, glaube ich, schon mal. Hey, Coleman. Are you? God damn, but I'm tired. Smart man. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Oh, hier ist jetzt seit neuestem offen. Ich bin genau gar nicht angeschlagen. Mensch, können die gut zielen, diese Aufbaueinheiten. Abgesehen von der ersten, die mich überrascht hat. Die hat mir ziemlich zugesetzt. Ich hätte eigentlich gehofft, dass es hier vielleicht noch ein Medikit oder so gibt. So viel unterwegs. Big story at the clinic. Ah, der Journalist. I interviewed the doctors, poker-faced as politicians. Didn't even blink when you say the word ambrosia. Maybe they think you're talking about the food of the gods. I'm serious. Don't believe the stories coming out of Hong Kong, that the government had a cure all along. Could be. Hey, you're a reporter. Heard the name Stanton Dowd? Dowd? Sure, used to be a big importer, right? Thinking of starting a business? I just need to find him. In some kind of trouble? Do you know him or not? Afraid I don't know how to contact him. I thought he was dead, actually. Okay. I figured you were up to no good. Also wenn der jetzt tot ist, dann wäre das gut oder schlecht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Yay, ein Medikit. Noch eins. Sehr cool. Gucken, was es auf dem Computer noch gibt. Wahrscheinlich nicht allzu viel Interessantes, aber wenn ich schon mal... Man kann es verschieben. Ich bin begeistert. Timo Walton Simon, seiner Angestellten. Aha. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den nächsten FEMA oder UNETCO-Beamten. Beamte. Ein schöner Euphemismus für die Aufstandstruppen oder Aufruhrtruppen. Aha. Login da. Naja, die brauche ich ja nicht. Habe ich ja reingehackt. Stanton Dowd. Haven't heard that name. Da draußen liegt wohl nichts mehr. Ah, hier gibt es noch Toiletten. Ich bin immer noch der Meinung, dass das hier nur ein dünner Spiegel ist und man den eigentlich zerstören können sollte. Aber gut. Das tut ja eigentlich auch nichts wirklich zur Sache. Telefone außer Betrieb. Komme ich da hoch? Nein, da komme ich nicht hoch. Ich kann von der Lampe nicht weiter abspringen. Außerdem reicht die Sprunghöhe, glaube ich, einfach nicht aus. Um so hoch zu kommen. Vielleicht, wenn ich die Kisten hier in dem Abschnitt nicht zerstört hätte, sondern jetzt stapeln würde, dann könnte es vielleicht ausreichen. Wenn ich hier dann alles aufeinander staple. Incorrect inform. Attach. Street's clear. No danger. Das klang gerade nicht sehr überzeugend.
Könnte aber natürlich auch bedeuten, dass es der letzte war. Naja. Nicht sehr überzeugend. That's the one. Da ist ja noch einer hinter mir. Wo kommt der denn her? Wo kommen die denn her? Zur Hölle kommen die her? Ich bin doch selber gerade aus der Richtung gekommen. Spawnt die ständig neu oder was ist hier los? Ich muss mal hier eben neu laden. Nachladen. Und da ist ein Bot, habe ich gesehen. Nein! No!